spanisches Naturell, französische Erziehung und deutsche Sympathien. So charakterisierte Franz Liszt seine ehemalige Klavierschülerin und später weltberühmte Sängerin und Musikerin Pauline Viardot-Garcia. Sie hat sich eben mit dieser volkstümlichen und zugleich eleganten Habanera vorgestellt. Weiter heißt es in Liszts Lobeshymne: Sie vereinigt die Eigenheiten verschiedener Nationalitäten derart in sich, dass man keinem bestimmten Boden einen ausschließlichen Anspruch an sie zugestehen, sondern die Kunst, das Vaterland ihrer freien Wahl und Liebe nennen möchte. Außer Spanisch, Französisch und Deutsch sprach sie noch und korrespondierte flüssig in Englisch, Italienisch und Russisch. Welche Künstlerin wäre also besser geeignet für eine Konzertveranstaltung im Rahmen der Europäischen Kulturtage? Ihr Leben und Wirken ist gleichsam ein konzentrierter Extrakt der gesamteuropäischen Kultur des 19. Jahrhunderts. Das bezieht sich in glücklichem Zusammenwirken sowohl auf ihre Karriere als sängerische Charakterdarstellerin als auch auf das Netzwerk an Kontakten und Freundschaften, die sie pflegte. Pauline Viardot wurde als Pauline Garcia am 18. Juli 1821 geboren. Wir feiern also in diesem Jahr ihr 200. Geburtstagsjubiläum. Der Vater, Manuel Garcia, spanischer Tenor und auch selbst Komponist einer Reihe von heiteren Singspielen, bildete mit der Mutter und den Geschwistern eine der zahlreichen reisenden Operntruppen, die damals unterwegs waren. Von ihrer Begabung und Ausbildung her hätte Pauline Garcia als Pianistin Karriere machen können. Klavierunterricht erhielt sie, wir haben es eben gehört, bei Liszt. Später coachte auch Frédéric Chopin die Vervollkommnung ihrer Tastenkünste. In der Komposition erhielt sie professionelle Schulung. Nach dem tragischen frühen Tod der Schwester, dem legendären Opernstar Maria Malibran, durch einen Reitunfall, war es Pauline bestimmt, als Sängerin nachzufolgen. Die Allgemeine Musikalische Zeitung berichtete: Der Erfolg war ganz außerordentlich, ihr Ruhm wuchs von Tage zu Tage und sie war die Sonne der Pariser Salons. Einen der bekanntesten Salons führte die Autorin George Sand. Für die blutjunge Sängerin war sie eine mütterliche Freundin. Sand wandte sich in ihren Texten als frühe Feministin gegen die empörend ungerechte Benachteiligung der Frauen in ihrer Zeit. Bestimmt hatte der Austausch mit ihr Anteil daran, dass Pauline zeitlebens an gesellschaftlichen Fragen interessiert war und diese auch wiederholt durch entsprechende Textauswahl in ihren Liedern thematisierte. Eindrucksvolles Beispiel ist Vor Gericht nach einem Text von Johann Wolfgang von Goethe. Denise Sehan interpretiert die flammende Verteidigungsrede einer jungen Frau, die wegen einer unehelichen Schwangerschaft von den männlichen Autoritäten in die Zange genommen wird. Thank you.
George Sand war es auch, die Pauline mit Louis Viardot zusammenbrachte. Pauline war 19, als die beiden heirateten. Die Ehe, aus der 4 Kinder hervorgingen, wurde vielleicht nicht in glühender Liebe geschlossen. Der Bräutigam war gut 20 Jahre älter, aber immerhin galt er als einer der schönsten Männer seiner Zeit, bot eine verlässliche Partnerschaft und betätigte sich zugunsten seiner Angetrauten als hart verhandelnder Manager, der ihr den Rücken für ihre künstlerische Tätigkeit freihielt. Sehr, sehr ungewöhnlich damals. Bestimmt faszinierte ihn auch Paulines familiärer Hintergrund. Er liebte alles Spanische. Als erster übersetzte er den Don Quixote von Cervantes ins Französische und war maßgeblich daran beteiligt, dass die spanische Kultur in Frankreich richtig in Mode kam. Er trat als politischer Schriftsteller hervor und war überzeugter Demokrat. Auf einer Konzertreise nach St. Petersburg in den ersten Jahren ihrer Ehe lernte Pauline Viardot Iwan Turgenew kennen. Diese Begegnung muss bei dem russischen Schriftsteller eingeschlagen haben wie ein Blitz. Die Faszination, die die Sängerin auf ihn ausübte, verließ ihn zeitlebens nicht mehr und jahrelang lebte er mit dem Ehepaar Viardot am selben Ort, oft sogar in einer Art Ménage à trois im selben Haus. Louis Viardot und Turgenev verstanden sich übrigens ausgezeichnet. Sie teilten nicht nur die Zuneigung zu Pauline, sondern auch die Leidenschaft zur Jagd und arbeiteten gemeinsam an der Übersetzung von Texten großen russischer Autoren, wie zum Beispiel Alexander Puschkin, um diese dem französischen Publikum nahezubringen. Wir hören jetzt eines von Pauline Viardots Puschkin-Liedern. Der Text »Der Gefangene« spiegelt die Verzweiflung des Dichters, der sich im rückständigen Zarenregime unfrei fühlte und sprach mit seinem Refrain »Wir fliegen ins Freie, es ist Zeit, ja, es ist Zeit« wahrscheinlich allen dreien, Pauline und Louis Viardot, als auch Turgenev aus der Seele. Larissa Vesvi singt in russischer Sprache. Eine deutsche Übertragung des Textes finden Sie auf den Internetseiten der EKT. Oh.
Über die wahre Natur der Beziehung zwischen Pauline und Turgenew ist viel spekuliert worden. Wie weit sie ging, wird und soll wohl ein Geheimnis bleiben. Die folgenden Passagen aus Briefen des Dichters erwähne ich nicht nur, weil sie in ihrer eigenartigen Mischung aus französischer und deutscher Sprache die Obsession Turgenews mit der Sängerin deutlich machen, sondern weil sie uns auch räumlich hierher beamen, nach Karlsruhe. Also Baden, Schillerstraße 277 und so weiter. Vous êtes au-delà de Karlsruhe dans ce moment, meine teuerste, innigst geliebte Freundin. Et me voilà assise à une table et vous suivant par la pensée. Also, ich folge Ihnen in Gedanken. Oh, meine Freundin, ich bin so glücklich bei den Gedanken, dass alles, alles in mir mit Ihrem Wesen auf das Innigste verknüpft ist und von Ihnen abhängt. Bin ich ein Baum, sind Sie zugleich meine Wurzel und meine Krone. Und nur wenige Tage später: Bonjour, chère Madame Viardot, vielgeliebte, teuerste Freundin, meine heißgeliebte Freundin, ich denke beständig Tag und Nacht an Sie und mit welch unendlicher Liebe. Jedes Mal, wenn Sie an mich denken, können Sie getrost sagen, mein Bild steht jetzt vor seinen Augen und er betet mich an. Welche Frau würde nicht gern solche Briefe erhalten? Und das nach zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre nach dem Kennenlernen. Jetzt aber wieder zurück nach Paris. Madame Viardot war auf dem Zenit ihrer Karriere so erfolgreich, dass Opernpartien ihr geradezu auf den Leib komponiert wurden. Und sie war musikalisch versiert genug, um an der Ausarbeitung entscheidend mitzuwirken. Nur ein Beispiel unter mehreren ist die Sappho von Charles Gounod. Die gemeinsame Arbeit an dem Bühnenwerk führte zu einer Annäherung zwischen Sängerin und Komponist und Turgenew verzehrte sich vor Eifersucht, im Gegensatz zu dem gelassenen Louis. Vielleicht fühlte sich der empfindsame russische Dichter zeitweise aufgewühlt, wie die verzweifelte antike Titelheldin in ihrer letzten Arie, bevor sie sich in Liebeskummer von einem Felsen in die tosenden Fluten stürzt. Thank you.
Nicht nur an ihrer Mitgestaltung großer Opernpartien zeigt sich Pauline Viardots Fähigkeit zu inspirierender musikalischer Kooperation. Zu ihrem Pariser Umfeld gehörte Frédéric Chopin, der bekanntlich für einige Jahre mit Georges Sand liiert war. Mit Chip Chip, wie der gesundheitlich damals schon sehr angeschlagene Komponist zärtlich genannt wurde, musizierte sie viel gemeinsam. Beide teilten ein Interesse an Volksmelodien und das hatte in diesem Freundeskreis von Demokraten durchaus eine politische Dimension. Schönstes Beispiel für die Zusammenarbeit mit Chopin sind Paulines Umarbeitungen seiner Masurken zu virtuosen Liedern. Es finden sich darunter auch Duette. Eines hören wir jetzt. La Séparation, passend zum melancholischen Charakter des Klavierstücks mit einem sehnsuchtsvollen Text unterlegt. Eine der lebendigsten Beschreibungen von Pauline Viardot haben wir von Heinrich Heine. Er erweitert mit seinem Porträt unser Europathema. In der Tat, die Garcia mahnt weniger an die zivilisierte Schönheit und zahme Grazie unserer europäischen Heimat, als vielmehr an die schauerliche Pracht einer exotischen Wildnis. Und in manchen Momenten ihres passionierten Vortrags, zumal wenn sie den großen Mund so überweit öffnet und so grausam süß und anmutig lächelt, dann wird einem zumute, als müssten die ungeheuerlichsten Vegetationen und Tiergattungen Hindostans oder Afrikas zum Vorschein kommen. Und man würde sich nicht wundern, wenn plötzlich ein Leoparde oder eine Giraffe oder sogar ein Rudel Elefantenkälber über die Szene liefe. Nach diesem kleinen Ausflug ins Exotische geht es wieder zurück auf EU-Territorium. Nutzen wir diese drastischen Worte
aus der Feder eines deutschsprachigen Autors als Überleitung. Denn die das Deutsche fließend beherrschende Musikerin beschäftigte sich auch als Komponistin mit dieser Sprache. Besonders interessant sind ihre Lieder nach Texten von Eduard Mörike. Es kam sogar einmal zu einem Treffen Paulines mit dem evangelischen Dichterpfarrer, bei dem sie ihm einiges daraus vorsang. Er war erst sehr verlegen, aber allmählich wurde er warm und immer wärmer und hat dem Vortrag seiner Lieder durch die unvergleichliche Künstlerin mit immer wachsender Teilnahme und Ergriffenheit gelauscht. Nur bei einer besonders scharf gewürzten und stark kolorierten Komposition ist er zusammengezuckt und hat verbindlich lächelnd bemerkt: Das ist aber starker spanischer Pfeffer. Hier kommt die Soldatenbraut. Das eben gehörte Lied entstand in Baden-Baden. Pauline Viardot lebte dort mit ihrer Familie von 1863 bis 1870. Die Kurstadt galt zu dieser Zeit als Sommerhauptstadt Europas. Vor allem Louis Viardot hatte sich im politisch rückständigen Kaiserreich Napoleons III. Nicht wohlgefühlt und war wegen seiner publizistischen Tätigkeiten schikaniert worden. Pauline hatte zu diesem Zeitpunkt mit Anfang 40 ihre internationale Karriere eigentlich schon beendet, führte aber ein äußerst betriebsames Leben. Um 7 Uhr inspizierte sie, im freien Tonleitern singend, meist schon Garten und Hühnerhof. Um 8 gab sie die erste Gesangsstunde, berichtet eine ihrer Schülerinnen, die später, wie etliche andere auch, zu den führenden Opernsängerinnen Europas gehören sollte. Die Anwesenheit Paulines führte dazu, dass sich weitere Persönlichkeiten in der Kurstadt niederließen, auf die man dort heute noch stolz ist. Turgenev, selbstredend, aber auch Clara Schumann, die berühmte Pianistin und Witwe des Komponisten, bezog in den Sommern zwischen ihren Tourneen ein kleines Haus. Und wiederum in ihrem Schlepptau kam Johannes Brahms. Trotz lebenslanger Verbundenheit
Clara und Pauline hatten sich bereits als musikalische Wunder-Teenager kennengelernt und betitelten sich später als die ältesten Freundinnen des Jahrhunderts, trafen hier sehr unterschiedliche Temperamente aufeinander. Recht behaglich wird mir nie bei ihr. Es ist eine immerwährende Unruhe. Alle Augenblicke kommt ein Besuch. Oder plötzlich fällt ihr ein Billett zu schreiben, und da sitzt man Stunden und hat weder von ihr noch von anderen etwas gehabt. Solch ein Leben passt nicht für mich, nörgelt Clara in ihr Tagebuch. Oder an anderer Stelle: Ich musste mal wieder die Leichtlebigkeit dieser Frau beneiden, denn solche Leute genießen ihr Leben ganz anders. Alles ist dort immer so lustig, als gäbe es kaum Kummer auf der Welt. Paulines schillernde Persönlichkeit spiegelt sich vielleicht in folgendem Mörike-Lied: Die Nixe Binsefuß ist, und hier zitiere ich nach der Biografin Beatrix Borchardt, ein Paradebeispiel für Pauline Viardots Musik gewordene Lebenslust und ihr Vergnügen an humoristischen sowie ironischen Ausdrucksformen. Thank you.
Wir haben es schon in dem sehnsüchtigen Turgenew-Brief vorhin gelesen. Pauline Viardot war auch hier, in Karlsruhe. Sogar zwei Winter lang ab 1868-69. Eine ihrer Töchter, Claudie, erhielt bei einem Professor der Kunstakademie Malunterricht. In der Langen Straße 235, das ist heute Kaiserstraße 247, wurde eine geräumige Wohnung bezogen. Das Haus steht noch. Schauen Sie bei Ihrem nächsten Stadtgang einmal vorbei. Es handelt sich um das letzte Haus vor dem Kaiserplatz. Damals stand Karlsruhe offensichtlich in dem Ruf, nicht gerade die lebendigste unter den Städten zu sein, heute kaum noch nachzuvollziehen. Der kaum drei Wochen später hinterhergezogene Turgenew schreibt: Karlsruhe ist ein vollkommenes Kloster. Auf den Straßen herrscht eine solche Stille, dass einen sogar ein ehrfürchtiges Gefühl überkommt. Er hätte die Stadt erst einmal im Corona-Lockdown erleben müssen. Allerdings, das Musikleben blühte und Pauline bereicherte es auch mit ihren Salonabenden. Natürlich war sie bereits mit Gastspielen im renommierten Hoftheater hervorgetreten. Die Resonanz auf ihre Auftritte hier war allerdings gemischt und das Verhältnis zu dem Operndirektor Eduard de Vriend von Komplikationen geprägt. Früher schon hatte er über sie geschrieben: eine garstige Stimme, anmutloser Vortrag, hart und mit verunglückten Verzierungen. Wieder und wieder hatte sie in dieser Stadt schlimme Verrisse auszuhalten. Zuletzt 1870, anlässlich der Produktion einer ihrer in der Baden-Badener Zeit entstandenen kleinen Bühnenwerke. Über den letzten Zauberer, dessen Libretto übrigens Turgenew beigesteuert hatte, konnte man in der Presse lesen: die Operette ward als Kuriosität vom Publikum hingenommen. Die Handlung schleppt sich matt durch zwei Akte durch. Die Musik ist für eine Dilettantin ganz anerkennenswert. Und weiter heißt es über ihren Gesang: dass Frau Viardot es noch immer nicht über sich bringen kann, auf ihren Lorbeeren auszuruhen und nur in ihrem Salon noch der Kunst zu huldigen, ist uns unerklärlich. Vielleicht dreute hier schon die Ablehnung gegen alles französisch Leichte, Elegante am Vorabend des Deutsch- bzw. Preußisch-Französischen Krieges. Aus dem letzten Zauberer hier eine kleine Kostprobe. Chanson de la pluie, Regenlied. Thank you.
Die europäische Katastrophe dieses Krieges setzt den Baden-Badener Jahren ein Ende. Die Viardots und Turgenev waren hin und her gerissen. Wir lieben Frankreich und Deutschland fast gleichermaßen, vor allem ich, so Pauline in einem Brief. Wir hören Tag und Nacht die Bombardements von Straßburg. Die zunehmende Grausamkeit der Kriegsführung, vor allem der Preußen, löst Entsetzen aus. Auch wenn der Sturz des französischen Kaisers für Louis eine Genugtuung darstellte, so blutet sein Herz allerdings, wie Turgenev schrieb. Die zunehmend franzosenfeindliche Stimmung machte einen weiteren Aufenthalt in Deutschland unmöglich. Nach einem entbehrungsreichen Winter in London richteten sich alle drei wieder in Paris ein. Natürlich wurden bald die musikalischen Salonabende wieder aufgenommen. Jetzt zählten Musiker der jüngeren Generation zu den Gästen, darunter Camille Saint-Saëns und Gabriel Fauré. Letzterer verliebte sich in eine von Paulines Töchtern, in Marianne, die sich zunächst auf eine Verlobung einließ. Doch dann gab sie dem jungen Musiker zugunsten eines Charles Duvernoy den Laufpass. Klavierschüler kennen ihn als Verfasser nützlicher, aber reichlich uninspirierter Klavieretüden, womit sie sich dann zumindest den schlechteren Komponisten eingefangen hat. Ein herber Schlag für den sensiblen Fauré. Er brauchte Jahre, um sich davon zu erholen. In seinen in dieser Zeit entstandenen Stücken kann man den Schmerz nachempfinden. Das berühmteste davon ist Après un rêve, nach einem Traum. Ein Lied, das außerhalb Frankreichs zunächst vor allem in Instrumentalbearbeitungen gespielt worden ist. Und in einer solchen hören Sie es jetzt auch, für Viola. Es spielt Franziska Dürr.
In den Jahren nach der Rückkehr aus Deutschland war Pauline Viardot auch als Komponistin noch einmal äußerst produktiv. Eine Anzahl prächtiger Lieder entstand, darunter »Hi Loli«. Wie so oft hat sich die Musikerin einen interessanten Text vorgenommen. Ein Gedicht aus einem von kriegerischen Erfahrungen des Autors Xavier de Maistre inspirierten Roman »Die Gefangenen des Kaukasus«. In der von Pauline verwendeten Strophenauswahl kann der Text, obwohl im Original von zwei Männern gesungen, als die Gedanken eines ungeduldig auf ihren Freund wartenden Mädchens gedeutet werden, das kaum noch am Spinnrad sitzen bleiben kann und droht, bei Nichterscheinen des Ersehnten in einem musikalischen Wutanfall ihr ganzes Dorf in Brand zu stecken. Triste Stimmung, kehrte, schön.
1883 verlor die Musikerin innerhalb von wenigen Monaten Ehemann und Liebesfreund. Louis Viardot starb nach einem zweiten Schlaganfall. Turgenev qualvoll an einer Krebserkrankung. Beide hingebungsvoll gepflegt von Pauline und ihren Töchtern. Die sonst so lebensfrohe Komponistin war untröstlich. Es ist zu viel. Zu viel des Schmerzes auf einmal für ein einziges Herz. Und ich verstehe nicht, warum das meinige noch nicht zersprungen ist, schrieb sie in einem Brief. In tiefer Verzweiflung versuchte sie sogar, sich durch einen Sprung aus dem Fenster das Leben zu nehmen, was zum Glück nicht gelang. In Sorge ließen ihre Kinder die Fenster mit Schlössern versehen. Vielleicht als Ausdruck ihrer Trauer wählte sie für das in diesen Jahren entstandene Lied »Ici-bas tous les lilas meurent« die Worte des Dichters Sully Prudhomme, übrigens der erste Nobelpreisträger für Literatur. In deutscher Übersetzung: Hier unten auf Erden vergeht aller Flieder, aller Vogelsang ist kurz. Ich träume von Sommern, die ewig wären. Hier unten auf Erden streifen sich die Lippen nur leicht. Nichts bleibt von ihrer Samtigkeit. Ich träume von Küssen, die ewig wären. Hier unten auf Erden beweinen alle Menschen ihre Freundschaften oder ihre Liebe. Ich träume von Paaren, die ewig wären. »27 Jahre hatte Pauline Viardot noch vor sich und fand nach dieser Krise in ein zugewandtes Leben zurück. Gegenüber Veränderungen um sie herum blieb sie aufgeschlossen. Ganz am Ende des 19. Jahrhunderts galt neben der Elektrifizierung und dem Verkehrsgewusel auf den Straßen Werbung als Inbegriff modernen Großstadtlebens. Pauline komponierte mit inzwischen fast 80 einige Reklamelieder für eine Kampagne für die Savon du Congo, also eine Seife.
weil ihr Humor und ihr Sinn für das Skurrile in diesen Stückchen so lustig hervortreten, möchten wir einiges davon zeigen. Ein Mini-Dramolett, in der eine Claire schon alles versucht hat, nicht so hässlich zu erscheinen. Mit Hilfe der Kongo-Seife gelingt es ihr endlich. Die sich aufbauende Verzweiflung, der Hilferuf an den Seifenfabrikanten und das anschließend geklärte Hautbild in reinstem C-Dur sind lautmalerisch dargestellt. Pauline Viardot starb am 18. Mai 1910. Friedlich nickte sie in ihrem Sessel ein, nach einem spannenden, erfolgreichen und für die europäische Musik- und Kulturgeschichte bedeutsamen Leben. Wir verabschieden uns mit dem Duett Les Bohémiennes. Falls Ihnen die Melodien irgendwie bekannt vorkommen, Pauline Viardot hat hier wieder einmal auf ihre geniale Weise bearbeitet. In diesem Fall die ungarischen Tänze Nummer 6 und Nummer 5 von Johannes Brahms. Unterlegt ist dem feurigen Charakter entsprechend ein flotter Text. Es geht um zwei freiheitsliebende Vagabundinnen, die sich weder um Konventionen noch um Zukunftssorgen scheren, also vielleicht so positiv auf das Leben blicken wie Pauline Viardot Garcia. Et le refrain.
König.